Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Daily. Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schuckibanuki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Sascha, Christian, beim Wort Angeber muss ich mal an dich denken. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Sag mal hallo. Hallihallo. Hallihallo ist auch schön. Ja, genau. Heute bitte kein Fisch auf dem Teller, ja. Das ist doof. Auch kein Thunfisch oder Delfin. Wir hatten vorhin schon mir letzte Woche gesagt, wenn die Delfine so schlau sind, warum schwimmen die dann in das Treibnetz rein? Ja, genau, so schlau können die gar nicht sein. Ja. Ich komme ja eigentlich aus der Heavy-Metal-Ecke und da kennt man natürlich so diese ganzen Crossover-Geschichten. So Headbanger. Die kennt man natürlich so ein bisschen. Und ja. Headbanger, ne? Lustig. Ja, aber... Ja. Oder kannst ja Headbanger, muss ja keine... Heißt ja nicht Hairbanger. Ja, heißt nicht Hairbanger. Ne? Ja. Der Pferd heißt Horst. Du bist doch immer der auf den Weiden die Pferde dann irgendwie umbringt und so. Der Pferderipper. Du bist der Pferderipper. Ach du Scheiße. Ja, genau. Du bist der Pferderipper. Das würde ich nicht sagen. Mark Hagenbeck ist der Pferderipper. Ich lass mir neue Visitenkarten machen. Mark Hagenbeck, Pferderipper. Pferderipper. Nicht Gedankenleser, sondern Pferderipper. Das werden jetzt natürlich einige als... Nee, du musst in die Shows. Du hast die großen Poster, ne? Dann heißt es Mark Hagenbeck, Psychotainer. Dann heißt es Gedankenleser, Mentalist, Pferderipper. Ich glaube, wir zerstören gerade meine Reputation. Nein. 1972 ist der Film Der Pate erschienen. Oh, kennst du? Meine Frau liebt den Film. Und du? Ich habe ihn nie gesehen. 2, 3. Theo, wir fahren nach Lodz. Genau. 90, 60, 90. Das sind die Noten, weswegen du hier eingestellt wurdest. Apropos Fakt. Fakt mich nicht ab. Ja. Weiter geht's. Ja, also auf jeden Fall gibt es nur noch, seit diesem Tag, seit 2006, den 24. August, gibt es nur 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Das kann man diesen Merksatz gar nicht mehr machen. Das ist blöd. Kennst du das? Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere 9 Planeten. Dann sag mal. Merkur, Venus, Erde, Mars. Ja. Mein Vater erklärt mir Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Neptun. Ja, sei doch. Neue Planeten. Stimmt, die neuen Planeten. Die neuen Planeten. Ja. Also Neptun hast du vergessen, deswegen durchgefallen. Ja, Neptun war keiner. Ja, also. Aber wie gesagt, der Film Kevin allein zu Hause und danach Kevin allein in New York waren schon lustige Filme. Ja, deswegen heißen ja, wann war das nochmal mit Kevin allein zu Hause, weißt du das? Kevin allein zu Hause war 1990. Seit 1990, das war ja gerade zur Wende sozusagen oder zur Tag der Deutschen Einheit im Prinzip, da wurden dann alle Kevin genannt. Ja, seit 1990, also die 1990 hat geboren. Aber auch wahrscheinlich zu der Zeit mit Kevin Costner noch zu tun. Kann auch sein, ja. Ja, das kam auch noch dazu. Ne? Kevin allein zu Hause und Kevin Costner. Ach du Schreck, deswegen heißen sie alle Kevin. Ich kenne alleine schon 5 Kevins, glaube ich. Ja. Boah, ich sag dir. Hawaii. Eingelocht. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Echte Gefühle, genau. Die haben noch im Keller. Schau's dir an. Ich bin der Geilste. Stimmt, da hat er selbst seine eigenen Pornos gedreht mit irgendeiner. Der Frankie war das. Du siehst, ich liebe diesen Film. Eingelocht. Ja. Genau. 90 Minuten, echte Gefühle. Ja. Kennst du Atari 2600? Habe ich schon mal von gehört. Aber hast du schon mal von gehört? Ich hab den noch besessen. Ich besitze den heute noch. Der ist irgendwo auf dem Speicher, der Atari 2600 mit diesen Kassetten oder so rein. Ja, Space Invaders. Kaufe ich dir ab. Kein Problem. Wie viel? Das handeln wir später. Das kostet richtig Geld, Alter. Das ist richtig, aber richtig Geld. Also kriegst du 120 Euro, kriegst das Ding nicht. Bang, boom, bang. Schaut euch den Film an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der ist richtig alles gut. Alles voll gespoilert jetzt hier. Holgi, alten Wemser. Was machst du hier? Ja, Wetter. Ja, ist ja gut heute. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen. Tschüss und denk dran, war alles nur Spaß.